بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، في sind heute إن شاء الله mit der vierten Folge أحكام النون، und das ist die letzte Regel für den Nun. Al-Ikhfa. Was ist Al-Ikhfa? Ikhfa ist Nun Zeichen, und dann kommt einer von den 15 Buchstaben, die wir bis jetzt in unseren anderen Folgen nicht erwähnt haben. Und die hat man in einem Gedicht oder in einer Strophe hinzugefügt. Und zwar Sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Alle diese roten Buchstaben, die ihr seht, sind diese 5 Buchstaben, die zu den Ikhfa gehören. Wenn nun Sakin und danach einer von diesen Buchstaben kommt, ist das Al-Ikhfa. Das bedeutet, es gibt Runna, aber und wir lassen den Mund ein wenig offen und bereiten auch gleichzeitig den nächsten Buchstaben schon vor. Das werdet ihr jetzt in den Beispielen verstehen. Der erste Beispiel ist Saddukum, Saddukum. Also es ist nicht wie der Izhar, wo wir sagen en saddukum. Und es ist auch nicht wie der Idram, wo wir sagen as saddukum. Sondern dazwischen. Genauso das zweite Beispiel. Bisalamin dhalika. Bisalamin dhalika. Und genau das letzte. Qawlan thaqila. Und somit sind wir mit unserer Folge fertig. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.